Hallöchen, ich bin auf Tour. Befinde mich in einem verlassenen Bauernhaus. Hier sieht ziemlich übel aus und nebenan die Leute sind auch am Arbeiten. Aber es war eigentlich jetzt ziemlich unkompliziert hier reinzukommen. Und ja, ich schaue mich einfach mal um, ob es hier irgendwas zu sehen gibt. Man sieht, hier kommen die Balken runter. Die hat ein Problem mit mir. Also die Tür hier ist zu. Hier kommen wir nicht rein. Muss ich mal schauen, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Kriechkeller. Ja, ich muss nochmal raus. So, im Haus bin ich jetzt auch reingekommen. Ich muss jetzt mal ein bisschen schauen. 2003, der Kalender. Im Badezimmer. Hey, hier kommt die Tapete schon runter. Medikamente liegt hier rum. 2009er Kalender. Oh, ich ziehe die Spinnweben. Hier sieht es noch eine Nummer wilder aus. Aber hier scheinen schöne alte Kinderwagen rum. Da geht noch eine Treppe nach oben. Die Decke sieht auch gut aus. Porzellan. Knöpfe. Figuren. Hier steht eine Figur, eine alte. Aufpassen, dass man es nicht von außen so sieht. Hast du durch? Mhm. Ah, hier gehen die Balken schon durch. Guck dir halt mal an. Da kommen die Balken runter. Das muss ich jetzt hier nicht unbedingt. Da steht auch noch eine schöne alte Küchenhexe. Also der Raum oben drüber vorsichtig sein. Ups. Das war der Durchgang zur Dingens, zur Garage, der zu war. Hier kommt die Decke auch runter. Hier stehen Fahrräder. Dosen ohne Ende. Kasten Bier. Hier ist nichts. Tapete kommt runter. Das war der alte Hauseingang. Upsala. Und wann ist die Zeitung? 1960. Schon ein bisschen was älter. Guck mal, da scheint auch noch irgendwas drunter zu sein. Gucken wir mal nach oben. Okay. Ein Bett. Da steht ein Kinderbett. Puh, ich weiß nicht, die Bausubstanz ist noch nicht so prickelnd. Ich gehe mal nicht zu weit. Hier oben scheint es gut zu sein. Hier rüben war ein bisschen heikel, ne? Ja, das ist nichts. Okay. Aber hier geht's noch höher. Ah, da drüben, der Raum, der war zu gefährlich. Kleiderschrank. Na, da gehe ich lieber nicht rüber. Das war, wo der Balken runtergekommen ist. Blechdose. Mal einmal nach oben gucken. Gibt es noch so einen Dachboden?
Liegt noch vom Ochsenkarren oder vom Pferd. Ein Ding. Krippenfiguren. Na gut, viel zu sehen gibt es jetzt hier nicht mehr. Hier wurden mal irgendwie Blumen oder sowas getrocknet. Da hinten liegt noch ein Jesusbild. Pampers-Karton. Vorsichtig runter. Na gut. Ein kleines, aber feines Häuschen, wie bis zuletzt ältere Leute gewohnt haben. Das ist zumindest eindeutig. Auf jeden Fall Schafe hinten auf dem Grundstück. Na gut, wir sind jetzt auch wieder raus und fahren mal zur nächsten Location. Warte, noch nicht aufmachen. Ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Mhm.